Nein, 600 Meter, Entschuldigung. DDR und Miliz sind bei mir. Ja, warte, wo sind die? Ich schieb reiß den die Schiff. Mauer nie. Lol, reiß die Mauer nie. Hey. Die wollen die Mauer, ist der Weg. Wir wollen die Mauer wieder. Das Ding wieder auf, das Ding, ey. Bau stimmt, die Mauer das auf. So bau die Mauer nein, auf. War gar nicht schlecht. Die DDR und war dann, gar nicht am Arsch. Hey, das hast du das hat. Erzähle doch keinen Scheiß. Was erzählt denn ihr von Mist? Und dann können wir alle wieder lesen, die Ossis machen wieder rüber. Ja, Alter. Die Ossis kommen wieder. Nein, die Zonenkinder kommen wieder. Hallo, der Typ an der Mauer war, das hat die Osteuropäer verändert. Was? Wenn man davon gar keine Ahnung hat, da muss man einfach die Klappe halten. Even? Und ihr habt eh davon gar keine Ahnung. Ja klar, Even, ich hab gestern Abend um 22 Uhr in den Chat geschrieben. Was passiert? So, stopp. Stopp. Und ich krieg keine Antwort, das fand ich voll unsozial. Die erste unsozial? Limo, die erste Limousine fährt schon mal. Okay. 4MB fährt jetzt schon mal zum Industriehandel. Ja, das bin ich, das ist dein Sweetie. Ich wollte gerade 4MB, es sind, die nächste Limousine ist schon auf dem Weg. Cops sind auch jo, schon da. Ah, da ist gerade eine roter Sportwagen vorbeigesegelt. Ja, Itzi, ein bisschen mehr links. So, ich brauche einen Kampfheli. Ich brauche einen Kampfheli bei der. Hallo. Ich brauche einen Kampfheli bei der Kupfermine. Ein Kampfheli. Was ist für dich ein Kampfheli? Alter, packt Mohawk, packt irgendwas aus. Also wenn einer mit einsteigt, dann bratzen wir alles weg. Was? Ach, das darf ich ja nicht. Da fliegt ein Hummingbird. Cops. Scheiße, nein, nicht Cops, das bin ich. Achtung, die erste Limousine steht, ich weiß nicht, wer in der Limousine drin ist. Kupfermine. Hat sich dort irgendwo versteckt. Die zwei Zamax stehen vor der Kupfermine, fahren nicht rein. Ja, also direkt am Kupfer. Direkt Kupfermine sind zwei Leute. Da sind sie! Kupfermine direkt. Mir kommt das gerade so vor, als würden wir die überfallen. Wo bist du, Horst? An einem Felsen. Zwei Leute. Soll ich dich mitnehmen? Ja, ich komme zu dir. Wo bist du? Jungs, AMK in meiner Position. AMK in meiner Position. Gut, dann sind sie es nicht. Wer ist aber dann hier unten Kupfermine? Also, wie gesagt, die sind. Er sagt als Kopf an meiner Position, Digga. Von weggefahren habe gefühlt. Also. Wo bist du denn? Tankstelle Richtung. Ich sehe dich gar nicht. Die erste. Ich weiß nicht, Kontrolle seit aus. Moment. Ah, ich komm. Bist du oben auf dem Weg? Wer ist noch als Medic? Ja. Nee, ich bin Hauptschuss, natürlich. Also, sie sind ein bisschen zu schnell. Nur ich wollte noch mal gucken. Ach so, gut, alles klar. Ich stell mich nur kurz die AFK an, weil ich geguckt habe, ob dieses Aufträge-Ding jetzt auch mit mehreren Leuten funktioniert. Okay, mach. Ich geh mal kurz als Ziff rein, ich schreib dir eine Nachricht und guck mal nach, ob das Ding gelistet wird. Jo, alles klar. Keine Fahrzeugbomben, keine Fahrzeugcracker. Ja, jetzt nehmen wir wieder unverantwortlich. Okay. Das sind sie denn, der Herr? Keine Alkoholtester. Wie du mit Clan-Equipment umgehst. Das ist Eigenbedarf. Ach, sowas mag ich jetzt gar nicht hören. Der Randfit ist das, Alter. Boah. Wir konzentrieren uns jetzt auf AMK und nicht auf doofes Sülz. Der Randfit steht für 1,8 Millionen. Die Limousine ist gerade, Kavala Marktplatz fährt gerade raus. Nein, bei mir, da sind uns schon. Hallo, der Herr, wo sind Sie? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin, Jungs? Ja, geradeaus. Der ist Kavala hier irgendwo. Oben sagen. Links, auf ganz hinten auf den hohen Berg. Irgendwo bei der Baustelle. In der Nähe von Kupfer, du weißt, welchen ich meine, ne? Ich weiß, welchen du meinst. Lee, deine Nudeln sind so geil, ne? Ich schwöre. Ja, habe ich gut gekauft, ne? Also, das sind richtig geil, also meine asiatischen Kinder. Da wo ist der Typ hingerannt, Alter? Das liegt daran, weil Itzi die zarteste und kleinste Nudel der Welt trägt. Von das Hähnchen, ne? Ja? Hallo, Jascha. Hallo. Dingens, ich schreib dir jetzt, ne? Ja, mach nur. So, ich schreib jetzt mal Hallo 3, okay? Ja. Nein, Hallo 1, RTD Call. Geschrieben. Ja. Hallo 2. Warte, ich geh noch ein bisschen weiter vorwärts. So. Hallo 2. Hör ich ein Heli oder bin ich jetzt taub? Und das letzte. Ja, da oben ist ein Heli. Hallo 3. Orange Medic, glaube ich. Ach, das ist der Medic. Und werden Sie angezeigt? Oder? Also hier sind keine LKWs mehr. Wir hatten angezeigt. Auf der Map auch? Guck mal, Kavala.
die drei Punkte. Wer hat ihn angezeigt? Genau, drück mal erledigt. Sag, mach mal Halo 3 weg, dann müsstest du die ID 2 löschen in dem Moment. Und guck mal auf der Karte, ob der Marker verschwindet. Jetzt ist nur noch Halo 0 und Halo 1 da. User joined your channel. Funktioniert. Osti, was wollt ihr? Bist du, Schatz? Wie bitte? Der Typ hat Admin Request geschrieben. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich lese nochmal. Derjenige, bei dem sein Fahrzeug nicht mehr in der Garage ist? Ja, keine Ahnung. Ich habe vorhin alle Fahrzeuge eingepackt, wenn das Ding kaputt gegangen ist, bevor dem Server reset, ne? Was hast du vorhin gemacht? Ich habe gar keine Nachricht im. Ach doch, da. Admin Ach, genau, Leute, Request. Nochmal, Ding ist sorry nochmal, ne? Wegen dem Restart. Aber musste sein. Ja, ja. Nee, ich vermisse die Annie. Mein Kfz ist weg, aber ja, egal, ja. War eh nur ein. Da waren so viele Frauen. Aber irgendwas wegen dem Billigfahrer. Annie ist kein Name, Annie heißt irgendetwas. Ja, ich weiß nicht, Annie ist auf einem anderen Spiel. Alter, ich heiße in-game Annie. League of Legends, Alter, ja moin, Alter, regelt. Ja, genau. Aber hätte dann auch Annie Tippers stehen, was? Alter. Wir ballerten hier rum, bitte Alter. Auf. Tippers ist cool. Aufstehen. Ja, du kannst in dem Auto aufstehen. Ach, du musst die Luke da mal öffnen. Jo, ich danke dir noch einmal. Das sieht böse aus oben über dir, oder? Das sieht richtig böse aus. Mit dem dicken Onkel in der Hand. Wie kriegst du, kannst du den eigentlich in der Hand halten? Digga, ich nenne mich gleich in Game Annie, Alter. Ja, dann kick ich dich. Ja. Bist du losgecallt worden, oder was? Ja, nein, ich bin der. Komm mal, steig aus und kontrolliere. Hier ist irgendwo der Randshit. Irgendwo ist der Randshit. Annie Anderson nenne ich mich. Hier ist irgendwo dieser Randshit, ne? Lass es wissen. Ich geh mal in die Baustelle gucken. Die Baustelle war schon, da war der nicht. Dann ist der hinter dir irgendwo. Wir sind online von denen. So zwei ihr Stück? Könnt, ihr könnt es gern knacken hier, das gehört Manfred Matze von. Ja, dann möchte ich Anker. Kaputt machen, geh mal weg da. Ich kann es auch sprengen, dann hol ich kurz eine Baustelle. Kannst du mich mal in den Medic-Raum Kavala reinsetzen? Du weißt, es ist noch einer von denen, das weißt du. Und lass erst mein Auto wegfahren. Modi? Ein Orca landet. Hat jemand Repair Kit? Nee, überfliegt. Ja, ich hab zwei. Gut. Ich bin auch da. Und euer und mein Fahrzeug ist kaputt. Oh Mann. Da kommt er. Ey, das bin ich! Das mit dem Annie ist immer noch, ne? Der hat einen Giddy an der Hand. Item geben, jemandem Item geben. Item nee, da läuft einer immer noch Annie. Das bin ich! Ach, du bist das alles, Alter. Ich wollte gerade vor einsprayen. Okay. Alter, ich zieh die Backe, ey. Warte mal kurz. Wo gibt's was zum Wegfallen? Das lange wir Bitcoin uns alle gegenseitig. Ich hätte echt Annie. Ja, vielleicht ich die ganze Zeit Ausweis, über, ne? Gib euch mal einen Ausweis. Alter, was frisst denn das Auto? Dann leg dich einfach irgendwo hin, stell ein Zweibein auf und sprüh die ganze Zeit Richtung Fuel. Dann geht's schnell. Aber ich glaube, überholt mich erstmal so eine Art. Genau, und jetzt Zweibein aufstellen und Richtung Tank sprayen. Da ist ein Strider. Strider. Ja, meiner. Ja, ein Weißer. Ich verfolge mich immer so, als würde ich die Sportlinge vor mir verfolgen. Kannst du mal hupen? Genau. Hab ich gehupt. Danke. Siehst du? Das ist etwas explodiert. Oh, da ist was kaputt gegangen. Warte, Sportlimo mit Gillies? Das ist ein Sportlimo. Ich spray drauf, ist er. Einmal bitte aufsteigen, die Herren. Am Kaffee ist ein Monster-Sportlimo. Am Kaffee fährt eine Monster-Sportlimo. Hab ich doch gesagt, dass es die sind. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Dann kann ich es. Stellst du gerade meine Autorität in Frage? Das ist AMK. Hinter euch fährt ein schwarzer meine Ifrit Autorität. Kommt zu eurer Position. So, das ist meine Autorität. Jetzt zeig du mir deinen Ausweis. Hände hinter Kopf. Geht doch, jetzt Hände hinter Kopf, du. Darf ich auch Hände einen von dir schmieren? Hände hinter Kopf. Darf ich auch? Du nimmst jetzt auch gleich deine Hände hinter Kopf. Vorsicht, Ifrit kommt zu euch. Ist jetzt da, hat alles offen. Hände hinter den Kopf. Das sind Miliz. Zwei Stück von den Online. Das ist Miliz oder. Du nimmst deine Hände der hinter den Kopf. Ist da weg. Ich sehe nichts mehr. Sack. Und der andere. Der andere ist der Rot. Auch. Der Fritt. Nee, der Fritt Rot, das ist Miliz. Wer ist in den Strider? Ja, schauen wir mal, wie wir hier stehen. Was soll ich denn machen? THC? Wo seid ihr denn? Was soll ich tun, bitte? Das ist hier Miliz. Sind alle. So. Jetzt. War das Ihr Auto? Hi. War das Ihr Auto gerade? Moritz.
Manfred Sport Limowood, gerade das ist AMK, kannst du wegrotzen. Die heißen alle Emmy im Telefonbuch gerade bei mir. Nee, oder? Guck ja, mal, die wird konfisziert. Nee, komm mal her, Moritz, du steig mal aus, komm mal zu Medic. Es gibt zwei Stück von AMK, Ranchip und Horst, Manfred Mai. Die beiden im Gilly sind, also im dunkelgrünen Gilly sind die Typen. Alter, wer fand gerade bitte schon. Hab ich dir erlaubt wegzulaufen oder was? Nehmt dir mal bitte eins raus. Okay. Nehmt dir mal bitte eins raus. Ja. Stellen Sie sich doch bitte mal mit dem Gesicht an die Sportlimo, so wie ich hier stehe. Nicht, aber okay. Nehmt dir raus. Und bleiben Sie so stehen. Moritz. Gehst du weiter? Gehst du jetzt, wenn du jetzt nicht sofort stehen bleibst, stirbst du. Pfeifst du wie Chimmer. Achso, ich dachte schon. Sonst hätte ich euch jetzt schön. Läuft der jetzt die ganze Zeit weiter? Sofort die Hände hinterm Kopf. Ich leg dich um, hab ich dir schon mal gesagt. Wäre? Nimm die Hände in den Kopf, hab ich dir gesagt. Tschüss auf mich, glaube ich. Nein, tschüss auf die Dreckskarre. Hände in den Kopf. Es sind nur zwei Stück online. Und da kommt nimmt auch die Hände in den Kopf, das war's das mit deinem Leben. Es sind nur zwei Stück online von denen, ne? Einer ist bei der bei dem kaputten Haus. An den Kopf, ne? Sorry, ich musste mir was ausleihen. An den kaputten Haus links ist er drinne, da. Da ist jetzt Call mit dem offen? Mach nicht. Nö, ich schieß einfach. Letzte Warnung. Hände in der Kopf oder irgendwas erschossen. Der eine ist in dem kaputten Haus und nach dem habe ich gerade geshootet schon. In welchen? In dem hier vorne? In ja, beim weißen Strider. Ich helfe dir. Im weißen Strider. In welchen kaputten Haus? Muss jemand mal Mario haben? Nein, du kannst bei mir die Hände wieder runternehmen. Bei Moritz. Bei Moritz im kaputten Haus ist einer. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Alter, beleidigt der Manfred Martin mich? Jo, der hat auch Spaß geschossen. Oder was? Ja. Moritz, Stone ist raus. Irgendwo ist der Streifenwagen hin. Ja, die haben mir geklaut, alle die Assis. Die sind da links im Ecke, da steht das. Ja, wir haben eine Verfolgungsjagd, ich musste den mitnehmen. Ja. Gehört das Auto hier. Dann nimm doch, jetzt ist meine Sportlimo kaputt und jetzt. Vielleicht brauche ich einsteigen. Hab ihn. Ja, ist tot, beide tot. Super. Es könnte auch noch sein, dass der Kindergartenverein von denen auch noch dazu. Hat er dich gerade gecallt? Nikio und so. Hat er dich gerade gecallt? Gerade im Auto bei Miliz. Ah, Bruce, ja, mein gut. Freund. Tschüss, wie viele einfach da sind. Bruce? Einmal an den Kopf hier. Der Kopf bitte einmal kommen. Ja. Hier auf dem Boden. Das ist meine Entschädigung für dein Auto, dass ich das mitnehmen musste. Ey, kann jemand deine Waffe safen? Ich hab eine Waffe gebrauchen. Ey, du schreibst in den Chat, ne? Kann mich bitte einer mal, woanders hin moven? Wo bist du denn? Das war kurz, wo möchtest du denn hin? Kavala Marktplatz. Nein. Quatsch, Kavala, will ich hoch. Ich wollte fragen, ob du mir eben kurz hier im hat jemand ein Repair-Kit für mein scheiß Auto? Das lag hier gerade. Warum nicht? Den Typen. Weil ich gerade hier keine Equip oder so weg habe. Drei Clans GG. Arsch. Ja, okay, dann ein andermal. Ich mach jetzt Selbstmord, Alter. Ja, endlich, Alter. Nee, ich meinte nicht in Relax, sondern gegen euch jetzt hier. Wer hat das gesagt? Der Kopf, Alter. Was? Ich hab den im Visier. Lass den Kopf in Ruhe, Mann. Ich bin der Kopf. Ich hab dich im Auge. Leute, kann ich dir einen Repair-Kit für den Kopf besorgen? Aber ihr habt ja alle gehört, dass er darum gebettelt hat, dass ich ihn erschießen soll. Ich weiß, was ich wieder vergessen hab. Es ist wieder alles weg. Jungs. Speichern. Ja, brauchen wir noch ein Repair-Kit, Mann? Wer hat das gegen die Doppel? Ja, wir haben das alle gehört, Mann. Ja, dann ist ja gut. Was hat denn noch? Einen Moment, bitte. Hat irgendjemand mal mit zu tanken? Wir holen dir eins. Liegen. Hier, Repair-Kit im Strider. Aber schon hardcore, ne? Wenn ganz das Server eine Gang jagt, ne? Ja, ich bin selber schuld, Alter. Ich werde jetzt was gegen den If. Channel switched. Den Juden doch! So, warten Sie mal. Gehen Sie mal hier vorne, da vorne liegt einer, der ist gestürzt, den müssen Sie mal verarzten. Ja, ich häng ihn doch, ne? Ich muss aber nochmal zurück. Weil der Börscher. Wie nochmal zurück? Der Börschermeister hat mir meine Defibrillator schon wieder geklaut. Komm mal her hier jetzt, Nico. Achtung! Warte mal, ich muss den Defibrillator noch mal holen. Der Bürgermeister hat sie mir schon wieder geklaut. Du darfst den jetzt teabacken. Das ist Pflicht. Ich kann den. Ich muss doch erst mal was aus dem Krankenhaus holen, meine Fresse. Ach so. Ja, dann gehen Sie doch erst mal.
Ihr haltet mich darauf! Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Mann, ich wüsste. Vor allem, ich frage mich nur, warum das schon wieder alles weg. Devi sind weg. Da kaufst du dir schon extra Devis, gehen und sind sie dort weg. So, Leute. So, jetzt bin ich auch wieder komplett für euch da. Schönen guten Tag. Medic-Zivilisten. Ja, na klar, helfe ich als Medic-Zivilisten. Ja, Boris, dann melde das bitte selbst mal. Ja, das ist ja generell low, was ich mache, klar. Keine Ahnung, Panda. Ich bin ja sowieso nicht durchgeblickt. Ich muss jetzt erst einmal ganz schnell wieder was hier holen. Für das Geld. Hab ich Verbandskosten, Auslösekosten, hab ich alles. Noch die 480 GTX. Also, was sind für Kosten, Verbandskosten? Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon hatte. Diesing. Warum immer ich? Ja, Krim, zwar keine Ahnung, was du für ein Problem hast, was du mit Low definierst, aber dann kannst du es gerne mal hier reinsetzen. Was du als Low definierst. Ansonsten, ja, wie gesagt, mach's besser. Sag ich ganz einfach mal so. Aber nur halt nicht auf dem Server. Und wir haben wesentlich was anderes zu tun. Als die ganze Zeit uns mit sowas, ehrlich gesagt, zu behängen. So, und wie ihr seht, im Endeffekt, ich bin ein Medic auf 20 Ziff. Jo, geil. Es ist low, wie ich es mache. Peace, Alter. Ja, wie gesagt, ich gebe auf sowas halt nichts. Aber es halt manchmal, naja.
Hey, yo. Kann ich nicht leeren. Ach, da liegen sie noch alle. Lul. So. Weil ich von meinen Schneckchen Brust eine 87 OC kriege. Ja, wie gesagt, ich versuche halt hier das ganze Geld in dem Sinne normal zusammenzukratzen, arbeiten, wegsparen, weglegen etc. Ihr wisst aber selber, wie teuer eine Grafikkarte ist. Ich habe selbst aber noch Ausgaben, eigene Wohnung etc. Strom etc. pp. Und da kann ich jetzt nicht irgendwie die übelsten Höhenflüge an Springen machen, ist ja ganz klar. Aber ich versuch's noch einmal. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Schönen guten Tag! Na, erste. Guten Tag! Da oben im Haus liegen welche. Nein, nicht da, danke schön. Erst sind Sie, Sie sehen ja aber ganz schön beschissen aus. Nehmen Sie mal bitte Ihre Waffe runter. Hallo! Der ist einfach weggefahren. Ja, schön, genau. So, weiß er, wer, weiß er, weiß er. Bitte mal den Ausweis. Oben! 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 Ach, von der DDR, alles klar. Oben im Haus, genau. Alter, was ist denn hier? Jetzt schon wieder los. Hallo! Tut, tut! Ist hier jemand zu Hause? In der Brauchbude? Mann, wo liegt denn die? Hä? Wo liegt denn die? Da, auf der anderen Seite. Ja, sag das doch gleich. Oh, da war ja was. Eieieiei. Nimm doch mal das Ding hier weg. Spend wohl. Kannst du mal die andere Wumme mitnehmen? So, warte mal. Jetzt kommt der hier wieder. Meine Güte, der sieht aber auch scheiße aus. Sagen Sie mal, hatten die hier irgendwie Schlechtsverkehr? Welche? Wer ist denn von denen die Dame? Moment mal. Auskaufen! Auch von den Herren bitte mal ganz kurz den Ausweis. Der Brauweisfessen. Bitte. Dankeschön, gegen dich habe ich nichts. Wer ist denn alles hier, Henny? Hallo? Und der andere liegt ist auch DDR, oder was? Was? Hallo? Wer ist denn hier alles DDR? Annie? Hallo, der Gelizio, das ist DDR. Nee. Ich bin DDR. Sorry. Ja. Nee, der da liegt. Aber, DDR. Ja, alles klar, dann hab ich nichts, dann bin ich wieder weg. Warte, der da unten auf dem Boden gehört. Hallo? Hallo? Ja. Da holt doch nochmal den Boss zurück hier. Der mit der Tiefen. Hallo? Geh aus der Tür, du bist zu breit. Vielen Dank. Ja, noch mal rein, ich bin da bereit zum Türsteher. Hallo? Guten Tag! So, ja. Daher. Noch mal ihre dicke Knifte hinlegen. Nee. Nee. Herr Toxic. Aha. Bitteschön. Aha. Herr Müller.
Ja. Sind sie doch so lieb und geben so meinen Männern die Waffe. Nee. Wo habt ihr überhaupt diese Geknipse her? Aus deinem Hintern! Meine. Ich war 16, von wem ist die? Herr Müller, denk doch bitte. Von dem da! Von dem da! Ich will meine wieder! Ja. Ich will die wieder! Ja, von wohin ich will die nicht hier rede, das heißt. Das heißt bitte! Herr Müller, bitte geben Sie mir meine Waffe wieder! Ja, er kriegt die Waffe! An! Haben Sie vielleicht auch Essen und Trinken? Das ist ja jetzt gerade das. Moment mal! Das ist das Problem! Weil. Wenn ich. Ah ja, hier, mein Kommandant, mein Führer, mein Lehnsherr, der hat alles, was ich brauche. Ja. Hören Sie mal zu, wenn ich ins Telefon reingehe, gell? Handy. Aha. Wallahsinn. Weiter rum, bitte. Ja. Gehört er zu Ihnen? Sind Sie bescheuert? Hier werden nicht die Leichen hier geschändet. Das ist, was sind denn das? Hi, moin. Och, doch so viele. So, hallo, der Herr. Ich gebe immer mal Ausweis. Ja. Meld dich, wenn du wieder redest. Herr White, soll ich Sie mitnehmen? Erkennen Sie das? Ja. Ach, jetzt kannst du wieder reden. Ja, bereit. Mit mir redest du wohl nicht mehr. Geh mal essen. Nee. Essen. Ja, Engi. Guten Trinken, bitte. Ja, Engi. Ja, genau, zu Engi. Schönen Judentag, das hat ein wenig länger gedauert. Ja, alles gut. Wollen Sie mitfahren? Wer sind Sie? Engi? Im schwarzen Trailer. Die haben mich gerade, ich hab 1 gegen 8 gefightet. Nochmal bitte. Sie sind Engi. Mit Chip Ö, ne? Hab von DDR geht nicht. Zwei Seiten gepusht. Der andere tankt as fuck und hat mich dann der andere irgendwie geschossen und mich dadurch getötet. Geht nicht. Ach so, Herr Scheiß, weil. Guck mal, wir Telefon? Annie? Nee, ich sollte mal zum Lied runterkommen. Weil meine Kollegen waren bestimmt. Schauen Sie mal, da steht überall Annie. Getötet. Ja, sorry. Wer sind Sie? Also Annie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hab meine Ausrüstung gezeigt. Ich bin der Mate. Ich muss ganz gut aus dem Game, beziehungsweise muss ganz gut in die Lobby. Muss noch ein paar. Annie! Weißt du, ich bin Propaganda auf meinem YouTube-Kanal machen. Jojo, dann mach das bis gleich. Wir müssen Sie mal dem Bürgermeister Bescheid sagen, dass es immer noch nicht klappt. Ich kann Ihnen jetzt nur eins empfehlen, also Moment. Ich habe Ihnen jetzt zum dritten, vierten Mal meinen Ausweis gesagt. Ja, Annie! Ein Stück zurückgehen? Ein Stück zurückgehen? Ich muss hier hinkommen. Annie! Okay, danke, Herr Medic. Scheiße, ich hab nichts zu saufen mit, das hab ich ja vergessen. Scheiße, los, komm mal mit. Komm mal. Oh, ich mach das anders. Komm mal mit. Ach du Scheiße, hier liegt ja noch jemand. Warte, ich hol erstmal die anderen. Oh Mann. Ja, Paradox, der Sportlich. Ja, wir haben jetzt zurzeit nur halt das Problem, wir können leider Gottes teilweise die Leute nicht, den Leuten halt nicht das Zeug wiedergeben. Was hier, Sprit gefressen oder was? Warum lässt das Ding laufen? Ach so, du lebst ja nicht mehr. Geht nicht.
Schulz, da raus! Du verpestest die ganze Luft hier! Schulz, da raus! Auch noch abgebrochen, Alter. Ich glaube, ein Helikopter. Boah, ernsthaft. Nummer 4. Oh, ein Moment, ganz schön viel los, ich musste jetzt schnell erstmal zum nächsten. Gehen Sie mal an die Hauptstraße, da ist mein Helikopter. Ich komme gleich wieder. Vielen Dank. Was ist denn hier noch heute los? Da am Tag schon stehen wir meinen Ausweis. Hey, wir müssen hier raus. Ganz schnell. Ich krieg keine Luft mehr. Zu trinken. Ja, das hab ich vergessen. Aber was essen können Sie haben? Warte. Moment. Brühen Sie doch erstmal. Ach nee, das Essen hab ich schon vergessen.
Komm sehr ganz schnell mit. Das geht ganz schnell. Was ist denn hier noch heute los? Das ist heute mein erster Tag. Und ich muss gleich so viel arbeiten. Ich habe schon noch 5 Kilo abgenommen. Mein. So, einsteigen. Alle mal einsteigen. Oh, ich stehe. Alle mal einsteigen. Sag mal, was ist heute hier noch los? Ist irgendeine Pest aus dem Kuchen? Ich bräuchte Essen, Medic, 5%. Ich brauche Essen vielleicht. Bewege dich nicht, hab nichts zu fressen dabei. Hat jemand anderes was zu essen dabei? Die haben alle nichts zu fressen dabei, weil sie alle arm sind. Wie eine Kirche im Haus, ich beeil mich. Pass auf, wenn du wird doch sterben. Ah, sie kann mich doch schon irgendwo von da unten aufgabeln. Ja, genau. Spring einfach runter. Ich hol dich dann nachher wieder. Ach so. Ich bin der Helmut Müller. Der Bruder von Detlef Müller. Seid ihr alle immer so schweigsam? Hallo. Hallo. Wir sind gerade im Kopf beschäftigt. Was für Kopf? Genau, ihr macht was ihr wollt. Und der alte Renner, der muss ja schon hin und her rennen wie so ein Blöder. Und jetzt auch noch fliegen. Genau. Sind die Richten. Wenn ich sage, ihr seid scheiße, hört ihr das? Ich kann sie gar nicht deutlich verstehen. Hä? Halt die Klappe, du bist im Kopf. Nicht mehr. Lügner. Armer, könnt ihr nicht warten, bis der Rentner gelandet ist? Ich bin auf die Höhle gefallen. Mann. Ich bin aus dem Heli gefallen, Herr Berich. Aber komischerweise tut mir nichts hin. Ha! So, hört mal zu hier! Ja. Schnauze! Ach, vergehen. Was? Ja. Brauch Essen. Ich brauch das Essen. Ich auch. Bitte. Der hinter mir braucht nichts. Dankeschön. Wenn ihr kotzt, gell? Wenn ihr alles mit Eimer esst, ist es nicht mein Problem. Oh, danke, Medic. Schneller ging's nicht, tut mir echt danke, leid. Medic. Tschüss. Ciao, haut rein, Tschüssikowski. Aber nicht so tief. Schönen guten Tag. Hallo. Bist du taub oder was? Ja, renn doch weg, genau. Sich nicht mal mit der Rentner unterhalten wollen. Pff, halt ihm einen in die Fresse. Der redet nicht mit mir, als respektlos. Hätte es zur Jugend nicht gegeben. Das ist Manfred. Ach nee, wie heißt ich nochmal? Helmut Müller. Ne. Back gefunden.
Was hast du denn für einen Skin? Ja, das hatte ich mir auch schon so überlegt, aber jedes Mal ist immer zwischendurch ein Roleplay. Also ich mache jetzt nicht zu, ich muss jetzt nur neu spawnen, weil ich gerade den Armor-Bug jetzt habe. Ich gehe aber jetzt sofort wieder auf den Server ja drauf, ist ja ganz klar. Ja, wie gesagt, es ist im Prinzip, ja, ist schon eine gute Idee, hatten wir ja auch gehabt, aber von Roleplay technisch so schnell umzuwandeln, ist Mist. Wäre natürlich schön, wenn das so gut funktionieren würde. Wäre schön natürlich, aber weiß ja selber. Ich bin im Fahrzeugkanal. Ja, irgendwie, wir hatten vorhin irgendeinen Bug auf dem Server gehabt, da spinnt ein bisschen was rum. Da schaltet sich irgendwie immer komischerweise um oder ich kann es dir nicht sagen, was da direkt los ist. Aber, seitdem der eine Bug da schon behoben worden ist, ihr wisst es ja selber, der eine Bug geht, der andere Bug kommt. So verbessert man halt natürlich einiges. Starkes Ding. Wieso sind meine Defis jetzt schon wieder weg? Oh, Digga. Na, gebe ich mal eine Meldung ab. So. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ach ja, genau. Was wären viele drauf? Was meinst du jetzt? Moin, Matze. Moin, wer ist jetzt da? Tobi. Achso, moin. Sorry, dass ich vorher so schnell offen musste. Ja, ist doch kein Problem, ist doch kein Problem. Du sag mal, wir haben ein kleines Problem. Hey, wake up. Du kriegst gleich Stress. Ich? Ja, die wollen dir Stress machen. Mir? Ja. Lol, irgendwas? Wir haben bei uns ganz große Ankündigung gemacht, dass du dir den Hals umdrehen und so. Sollen sie es machen? Ja, was ist denn Matze? Ja, wir haben einen Bug gefunden. Oder ich habe einen Bug gefunden. Ich guck dem Stream zu. Die Defis verschwinden ständig. Ja, und Annie. Ja. Ich guck dir gerade im Stream zu und du kannst. Und mit den Fahrzeugen habe ich auch gerade gesehen. Ja. Wieso wollen sie mir den Hals umdrehen? Weil du das. Irgendeiner aus unserem Clan gesagt hast, dass du das organisiert hast, dann mit dem gegen die vorgehen. Na klar, von mir aus. Ja, und kann man doch zugeben. Na, und klar. Dann haben die gesagt, ja, den werden wir durch den Fleischwolf ziehen und den Hals umdrehen und. Sollen sie es machen, Sollen sie es machen? Scheiße. Sollen sie es machen? Der ganze. Ey, da oben ist sogar. Warten auf Leitung, AMK, Kevin und dann Dennis. Da siehst du, die wollen gerade mit dir reden. Muss dir doch mal hier rein. Warte, kann ich das? Nein, ne? Nee, kannst du nicht. Warte, was ist denn für sich schon gemacht? Mal wieder. Hallo? Hey, wake up. AMK sind die größten Idioten. Warte. Hey, wake up. Ja, wir warten. Von wem ist das hier, der Heli? Alter, ja, warte, Dennis. Matze. Hey, wake up. Beschlagnahmen die mal, dann packe ich mir einen aus, um zu diesem Volker Racho da zu fahren. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So. Hi. Hallo. Hey. Was heißt denn hier immer Kupfer ausgeraubt?
Nein, beruhig dich, Kevin. Aus was? Das ist ein Channel, würde ich sagen. Ich möchte jetzt echt gerne mal den Grund erfahren. So, ich rede jetzt einfach mal, okay? So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Du verbündest ganz viele Clans gegen uns. Warum? Ist die Frage. Nö. Ja, nicht? Doch. Wir haben bisher. Was? Was? Dann waren es schlechte Anfänger. Dann waren das nicht wir. Wir waren heute den ganzen Tag auf Dings, wie heißt es, auf Tanoa. Wir haben gespielt die ganze Zeit. Und dann waren wir PUBG zocken und danach waren wir, Oder fast VDM. Ja, und dann haben wir nur noch RP mit. Überfallkopf, wir! Wir werfen diese kleinen Peace-Kinder raus, Alter. Ja, wir schmeißen die Peace-Kinder raus, ohne Scheiß. Was für Missgeburten. Mit den Peace-Kinder. Ja, ey, wir können die nicht für... Alter, das sind unsere kleinen Peace-Kinder, Alter. Wir werfen alle raus, Alter. Ja, weil, guck mal, ich haben sich gerade 4 Clans gegen uns gestellt. Und ja, einer war davon nicht angekündigt, hat mitgeschossen. Und mein Auto wurde grundlos gesprengt. Ohne Grund, mit einer Fahrzeugbombe. Ja. Ja, ich hatte mit dem Cop-RP, ich wurde angehalten, Fahrzeugkontrolle und so. Habt ihr meinen Führerschein gezeigt? Bin aus dem Spiel komplett entfernt worden. Also, sind, aber komplett geschlossen. Mein Kollege war, wollte wieder hin, kommt da an. Cop saß da im Auto. Mein Auto wurde gerade gesprengt in der Sekunde, wo ich angekommen bin. Und alle Leute, keine Ahnung, 4 Clans waren da. Und alle waren verteilt und keiner war ja nachher, also nur einer ist von dem Auto gerade in der Sekunde weggerannt. Ja. Deswegen, wir rauben keinen Kupfer aus. Das einzige war mal, dass das wir Kupfer gemacht haben. Das war Miliz. Wir haben das war Miliz und die waren keine Karte Anfänger. Sorry. Jo. Bitte? Ich glaub. Dennis, wir scheißen die morgen so zusammen, okay? Nö, ich werde sie einfach jetzt schon raus. Die fliegen sofort raus. Ja. Okay. Das war, wie heißt das? Das war, wir haben bisher nur einmal einen Miliz hochgenommen und das war auch mit Recht, weil die haben uns davor halt, hier mir mein Morg genommen, danach haben wir halt denen alles genommen, was die halt besessen haben und danach haben wir nichts mehr gemacht und dann haben wir diese kleinen Pisken eingeladen und ab dem an werden wir nur noch gejagt. Ich werf die auch morgen raus. Haben sie verdient. Wir können sie auch gerne mal zu dir schicken, wenn du willst. Die Kiddies müssen wahrscheinlich schlafen. Ja, natürlich müssen die schlafen, sind ja auch gerade mal 12, 13 Jahre. Ja, aber wieso nimmt man dann solche an? Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber wieso nimmt man solche Leute an? Frag Dennis, 12, er hat sie aufgenommen, weil er unbedingt einen TS-Channel haben wollte. User in your channel, time down. Okay, er ist raus, er hat keinen Internet mehr. Ja, keinen Internet mehr. Aber was ich nicht glaube, wieso nimmt man dann solche kleinen Dies an? Er hat sie ja aufgenommen, weil er... Ja, stopp, warte mal, Kevin. Ja, warum ich es jetzt gemutet habe, aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt intern was klären mussten und was geklärt haben, was ich mit Sicherheit auch nicht im Stream weitervermittle. Ist ja soweit richtig, Kevin, ne? Ja. Ich bin immer live. Helmut Müller. Bin Bruder von Detlef Müller. Helmut, wo ist der Detlef? Ja, nee, wie gesagt, und jetzt haben wir was. Ich ganze Aktion wollte, aber jetzt wissen wir den Grund. Ja. Du weißt selber, auf sehr, sehr vielen Server, hier bei uns auf dem Server, ist es, erklär's den Leuten erstmal, ist Pfandflaschen das Sinnvollste. Aber auf fast, sage ich jetzt mal, 90% auf verschiedenen Servern ist Kupfer das Sinnvollste. Jetzt erkläre mal den Leuten, wenn sie jetzt hier bei uns draufkommen, und bei uns ist der Server massiv gestiegen, weil der nun aber gut ist, weil auch immer viel dran gemacht wird, ne? Und stets und ständig, jeden Tag, heute ohne Scheiß, heute,
ich bin ja neutral. Prinzipiell, wenn ich als Medic da bin, bin ich neutral. Prinzipiell. Ja. So, aber wenn du schon wieder siehst, ne, die Leute hier, AMK fängt jetzt schon wieder an, Kupfer zu überfallen. Gestern AMK überfällt Kupfer. Und es ist wirklich, die Woche war bis jetzt nicht ein Tag Pause, wo AMK, wirklich AMK Kupfer nicht überfallen hat. Und prinzipiell, das Hauptaugenmerkmal wurde oder ist von AMK, ja, wie heißt das hier nochmal, der dann Verarbeiter. Das ist auf jeden Fall nicht Dennis und ich, das kann ich euch dir zu 100%. Das Problem ist, ja, ja klar, aber das Problem ist nur, die machen das aber im Namen vom AMK. Ja, werden sie morgen sehen. Weißt du, was ich meine? Und das Problem ist, dann haben die auch keine Lust mehr auf den Server, weil sie sofort überfallen. Ja, das ist mir dann scheißegal. Nein, er meinte jetzt die Neulinge. Achso, ja. Weißt du, wie es ist, wenn die Neulinge sofort überfallen werden? Ey, du musst dir das mal überlegen. Wir haben zwei neue, sie ist unabhängig jetzt davon. Ich war jetzt nach 18 Uhr da. Was? Erst Nee, ich meine jetzt was anderes. Ich weiß davon, von davor gar nichts. Ich meine jetzt was anderes. Ich meine das jetzt so. Wir haben zwei neue reingekriegt, etwas ältere, gell? Die wollen sich erstmal hier in die ganze Thematik, du weißt ja, wie es ist, ne? Und die haben sich gerade so einen Zamak geholt, haben Kupfer gefarmt, weißt du? Auf einmal werden sie überfallen. Vor allem Zamak mit Kupfer. Hallo? Farmt der eine bei uns, mit dem wir uns gut verstehen, der farmt auch nur Kupfer. Nur Kupfer. Der will nicht überfallen, der fährt nur Kupfer. Ja, ja, das ist das. Warum werden solche Leute dann überfallen? Ist scheißegal, wie lange die schon auf dem Server vielleicht sind. Ist scheißegal, aber warum muss Kupfer überfallen werden? Weißt dann du, was ich meine? Ich sagen, ich hab die Serverregeln noch nicht einmal gelesen. Packt's in die Regeln. Ja, aber Leute, wir müssen doch nicht immer alles in Regeln reinfeuern. Wir ja, können doch. Ja, keiner begreift. Ja, deswegen machen wir dann das doch. Man einfach die aus die Kupfer ausrauben. Einfach konsequent erstens vom Server picken, aufschreiben. Ja, aber wir müssen doch auch irgendwo mal miteinander mal spielen. Wir müssen doch auch wirklich auch mal alle miteinander, auch untereinander. Was? Sollen sie woanders hingehen und ihren Spaß haben. Ja, deswegen sage ich du ja. Du gestern meintest Fun-Server. Ja, genau. Aber man kann ja auch mal so sagen, ausrauben ab und zu mal wen. Ist ja aber nicht jeden Tag so, ne? Ariana und so, kaum noch ausgeraubt. Ja, nee, was ich jetzt gerade eben nur damit sagen möchte, ist es ganz einfach. Ich sag jetzt mal, wieso, wir müssen doch nicht immer alles in die Regeln reinpacken, weißt du? Es besteht ja, doch, es muss doch nicht immer von der Server immer nur von Regeln bestehen, weißt du, was ich meine? So, man kann doch auch untereinander, wir können doch in dem Sinne ohne Scheiß mal einfach einen Gang-Kodex machen oder Server-Kodex, ne? Das ist jetzt nur als Beispiel, dass wir untereinander, unter uns, unter den ganzen gesamten Gangs sagen, okay, pass auf, wir machen von 0 bis 8 Uhr frühs, machen wir nur reine Farmtour. Ja. Wird nicht überfallen, rein gar nichts, hört auf mit. Weil. Wenn da keiner da ist. Das Problem ist, ja, pass auf, das Problem ist, wir auch als Medics, wir haben tagsüber keine Zeit zu farmen. Wir kriegen in dem Sinne nicht wirklich Geld rein. Wir können nur nachts farmen. Und dann werden wir auch noch nachts überfallen. Da denkst du dir, wollt ihr mich verarschen? Nachts wird man überfallen. Hä? Ja. Ich war mal um 1 Uhr farmen. Nix. Waren drei Leute auf dem Server. Wir sind letzte Nacht alleine. Wir waren letzte Nacht bis, glaube ich, um 1 oder um 2. Wenn ich tippen gehen kann, geht auf Tanor. Ja, ich weiß, aber wir wollen. Keiner überfallen. Ja, ich weiß. Es soll aber nicht nur. Schleppst du mal das Fahrzeug ab? Ich weiß. Es soll aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass du. Ich und Dennis fahren nur auf Tanor. Wir haben jetzt dadurch unsere Elite-Lizenz bekommen, beide. 40 Millionen. Ja. Für knapp einer Woche. Ja, klappt. Ich weiß ja auch, was du meinst. Aber wieso besteht nicht die Möglichkeit, ganz einfach Gang-Kodex zu machen, gell? Wo wir unter den ganzen Gangs sagen und auch die Neulinge, die reinkommen, denen das auch immer weiter vermitteln. Hier, hör zu, ab von 0, nur als, es ist ja nur ein Beispiel, von 0 bis 8 ist Farmtour, Kupfer wird gar nicht überfallen, das lassen wir unsere Neulinge und sowas, weißt du? Wir beschützen sie im Gegenteil noch, weißt du? Wenn du sowas mitkriegst, sag Bescheid. Wir machen dorthin und, weißt du, das kann man doch mal untereinander machen. Das zeigt zum Beispiel auch wieder eine Zusammenarbeit gegen Idioten. Und du weißt, wie, ja, jetzt hast du es mitgekriegt, dass es doch noch Idioten gibt, ne? Ja, wirklich. Ja, aber, und dadurch, dass es die gleiche Gang ist, die machen es ja nicht nur für ihren Namen, die machen es ja im Namen der Gang. Das heißt, die ganze Gang ist dann dran. Ich habe zu Dennis schon gesagt, ich war die ganze Zeit am Überlegen, werfen wir
Sorry. Werfen wir sie jetzt raus oder nicht? Mhm. Weil ich werde die ganze Zeit unbedingt Dennis zu sagen, komm, werf die raus. Wir nehmen Leute ab 16. Ja, naja, gut, dann, ich sag immer so, mach doch Abstriche. Zusammen reden. Mach doch Abstriche, mach doch ab 14, 15, guckst du dir genau an. So mache ich das bei meinen Medics genauso, guckst du dir genau an. 15 ist mindestens. Hier, hier. Was? Na nix, ich sag nur hier, ich bin auch erst 15. Ja, wir haben auch welche, die sind 14. Sie verhalten sich aber nicht wie 14, sie verhalten sich schon dementsprechend etwas mehr. Du musst ja, da Unterschiede machen. Ja? Manche schon. Manche schon. Also es gibt Ausnahmen. Ja, und deswegen ja. Sage ich ja, guckt sie euch bitte vorher genau an. Ja, Dennis hat sie einfach nur eingeladen, damit wir einen TS-Channel bekommen. Oder Kevin, was ich auch machen würde, so eine Probezeit wie bei den Medics halt so ein bisschen. Aha, du siehst mich nicht, Okay. Halt irgendwie so eine Woche Probezeit, dass du dir halt in dieser Woche genau anguckst. Nee, ich würde einfach mit dem ersten Tag reden, mit einem Tag oder zwei Tage was mit dem machen, damit man die einfach ein bisschen kennenlernt und guckt, wie sie im Spiel sind. Und dann ja oder nein sagen. Wenn ja, ich's gemacht. Mindestens 15. Dodo, genau, wenn du ab Oktober dann da bist, ja ganz genau, du machst eine Security-Gang auf. Ja. Alles klar. Also Leute, ich verabschiede mich mal für heute, bis morgen, ne? Jo, bis denn. Ciao, ciao. Ich guck dir noch ein bisschen im Stream zu. Na klar. Ciao. Disconnected from your channel. Nee, aber weißt halt was, Schweine, ja? Ja, weiß ich schon. So, und das war jetzt halt so die Probleme. Dann kannst du ja allen Bescheid sagen, dass es geklärt ist. Ja. Mache ich auf jeden Fall. Dass es nicht noch einmal vorkommen wird. Ja. Mache ich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es ist scheiße, ne? Ja, weiß ich. Ich habe zwar nicht selber erfahren, aber wie es ist, bei Kupfer überfallen zu werden. Ich habe einmal Kupfer gemacht, dann hatte ich ein Helmet. Okay. Ein Helmet bekommen und dann haben wir Stein gemacht. Okay. Geht echt schnell. Man sollte den Leuten raten, Stein zu machen, weil da ist niemand. Naja. Dann geh ich mal wieder rum. Jo, alles klar. Dann mach's erstmal, tschüss. Jo, ciao. User left your channel. Matze, ich hab noch eine MX in meinem Heli. In deinem Heli? Mhm. Die hab ich vorhin. Also wenn man jemanden wiederbelebt, sich hat man ja die Waffe. Ja, genau. Und der Typ ist halt einfach weggegangen. Ja, ist doch schön. Dann rufst du jetzt die Cops. Und sagst du hier, du Homo, komm mal vorbei. Nein, so machst du es nicht. Sagst du hier, du benötigst bitte einen Polizisten, Medic HQ. Die wissen eigentlich dann in der Regel schon, was los ist. Bei uns auf dem Server ist es, als Anfänger Pfandflaschen zu machen. Das ist ja das, was ich jetzt zum Beispiel erklärt habe. Anfang Pfandflaschen. Hä? Anfang Pfandflaschen. Einfach nur Pfandflaschen, was glaubst du, warum die meisten hier Pfandflaschen machen? Ach, also ich habe am Anfang Kupfer direkt gemacht. Pfandflaschen kriegst du mehr. Ja? Ja. Du kriegst alleine mit einem Handbox knapp über 1,1 Millionen raus. Mit dem Zammer kriegst du ungefähr 600.000-700.000 kriegst du alleine schon raus für eine Tour. Aber Pfandflaschen dauert auch so unendlich lange. Nein. 20 Minuten mit Farm und Verkaufen. Ja. Naja, natürlich. Du sammelst so lange die Flaschen, du kriegst nämlich nur 2 pro... Nein. Ich hab's doch per Zeit schon abgemessen. Du brauchst ungefähr 35 Minuten für Kakao. 35 bis 40 Minuten. Da hast du ungefähr 1,3, 1,4 raus. 1,2, nee, die Preise wurden jetzt umgeändert. Nee, bei 1,1, glaube ich, sind sie jetzt auch mittlerweile. Bekommst du bei Kakao Dauerzeit von 35, 40 Minuten. Pfandflaschen bist du bei 20 Minuten, bist du bei 600.000 ungefähr. 600.000, 700.000 müssten es jetzt sein, wenn du mit Tamak machst. Ne? Kakao machst du mit Mohawk, kriegst du ungefähr. Mohawk waren es, glaube ich, 800.000, 900.000. Vor 40 Minuten. Wir haben die Zeit gemessen, okay, freut er nicht. Wir gehen gleich runter, wir führen ein bisschen AP gleich. Ja. Ich will nur halt nur schnell mal einen Kaffee machen. Bin dann gleich wieder da. Ja, wie gesagt, bis gleich.
So. Ganz schnell gewesen. Wieder da. So, RP führen. Einfach Kavaller rumfahren? Ja, ja, klar. Ach komm her, ich pack den ein, ich pack den großen Krankenwagen aus. War der Kopf schon da? Nee. Ah, da wird er jetzt gesucht, da wird er jetzt gesucht. Welchem Level darf man den Lost of War Krankenwagen fahren? 3. Und den Pritschenwagen? 2. Alles klar. Oh, fahren wir schick zurück. Explodiert nur leider so schnell, finde ich. Ja, stimmt wirklich. Nein, gekauft für 600.000, 10 Sekunden später, 10 Minuten später war er kaputt. Ja. Dings hast du zugeschlossen? Ja. Na, mein Schatzi? Bist du noch auf dem Server? Schnuckelchen. Siehst du? Was ich immer nicht verstehe, die machen erst Wellen, gell? Dass ich durch ein Fleischwolf durchgedreht werde, dann sind sie bei mir. Oh. Kommt wieder nicht. Ja, die haben bei uns ganz schön große Klappe gemacht. Bei mir haben sie. Merkst du es jetzt? Mir gegenüber, da kommt nicht viel. Wo ist denn der? Jo, du, ja, gut, alles klar, da wissen wir Bescheid, dass du weg bist. Cop Haley. Jo. Der macht runter zum Dings. Lass uns mal runterfahren. Hast du die Waffe noch bei dir? Nein, die ist im Heli. Soll ich so wenig kurz holen? Ja, ja. Oh ja, ich freue mich auch auf den 24-Stunden-Stream. Auf jeden Fall, ey, mit dir. Aber dann machen wir Ziff, oder? Hä? War nicht gerade eben noch hier gehabt? Och, der ist rausgekommen! Hm. Ja, der Kopf ist jetzt offline gegangen. Stop. Ja gut, ich habe jetzt in dem Auto die MX, SW und noch P07. Ja. Para? Ja. Ach so, Para, ich will mal anfragen, ob ich dann für unseren 24-Stunden-Stream mal Praktikant machen kann bei den Cops. Dass dann Helmut Müller Praktikant bei den Cops halt macht, weißt du? Mit dem Taser halt, also nur mit dem Taser oder sowas. Schnappt mal als Streifenpolizist. Da will ich mal anfragen. Das können wir ja zum Beispiel zu Stoßzeiten machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen. Inwiefern meinst du ein neues Projekt?
Kill-Montage? Was ist denn das? Ja, es wäre mal auch was Neues, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann da mal auf jeden Fall nachfragen, wie wir es am besten machen. Dass ich halt wirklich als Helmut Müller mal an, zu uns zum 24-Stunden-Stream, dass ich halt den Praktikanten mache. Ja, nicht wundern, ich bin bei mir gerade nur im Livestream, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, jetzt passiert halt nicht viel. Was wollen wir machen? Wollen wir farmen? Wollen wir auch mit als Ziff gehen? Ja, ich bleib noch eine halbe Stunde auf dem Server ungefähr. Okay. Okay, ich würde jetzt als Ziff. Farm ich ein bisschen, oder? Ich weiß es noch nicht. Bitte, wenn wir jetzt als Ziff gehen, dann stirbt jemand. Habe ich auch das Gefühl. Ich habe ja mal geguckt, ob wir jetzt hier, ob es irgendwie schon ein Programm oder sowas dafür gibt, hier wegen den Skin, gell? Ja. Immer noch nicht. Willst du den umlackieren? Ja, ja. Ich finde den Skin vom Taro blöd. Medic Skin. Der ist so. Einfach. Wie meinst du das jetzt? Neues Projekt? Keine Ahnung, also das musst du morgen mir mal für doof erklären. Weil wie gesagt, ich bin echt nur ein reiner RP-Spieler. Ich hatte ja schon mehrfach, hatte ich ja auch schon, oder viele haben auch schon zu mir gesagt, ich soll mich unbedingt hier bei Klärwerk bewerben, bla 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 bla, da whitelisten lassen, da wäre ich übelst geil, perfekt drin, oder Hardcore-RP-Spieler, Hardcore-RP-Server. Ich glaube, das war ja auch von dir, Dodo, da hast du ja auch irgendwas gesagt wegen Hardcore-RP. Und, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es macht trotzdem Spaß auf den Server. Ja, manchmal hast du zwar solche Chaotentruppe, aber ich weiß nicht, es macht halt irgendwie Laune. Schleppt ihm ab. Ich geh mal als Ziff rein. Ja, mach das. Ich farm Menschen. Du bist ja ein Abzocker, verstehst du das? Du nimmst ja einfach mal Blitzer, die eigentlich nur, sag ich jetzt mal, 10.000 kosten oder nur vielleicht 1.000er kosten, da machst du mal schnell 15.000 raus. Bist ja auch Abzocker, nein, war Spaß. Ah, schönes Ding. So, dann gehen wir jetzt nochmal mit dem Bruder rein. Mit dem, Detlef Müller, genau, gehen wir mit dem Detlef Müller. Katzen 3. Okay. Ach nee, ich wollte ja noch. Ah, Quatsch. Para, du kannst ja gerne noch einmal für mich Werbung machen. Muss ich dir dazu sagen, also viele mittlerweile bei uns machen wirklich wieder mehr RP. Muss ich echt sagen, macht jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel Spaß wieder. Klar, Altes hast du ja öfters mal Kinder mit dabei, gebe ich dir auch recht.
Aber so vom Flamer-Bruder oder Flame-Bruder oder so, ja, habe ich auch schon was gehört, das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Weil ich habe auch nicht unbedingt was Positives nur über die gehört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob's, ich munkel da auch noch, ob es vielleicht sinnvoll oder wert wäre, mal da reinzuschnuppern, sich mal zu white, das ist ja irgendwie Whitelisten, wie ich es mitgekriegt habe, oder Mods oder irgendwas ist es ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich dementsprechend sinnvoll ist oder so. Ich sage mal so, bei mir geht sowieso schon eine Server down, also in dem Sinne, in meiner Kategorie down, die jetzt, wenn ich jetzt auf dem Server drauf komme und ich hatte gleich überfallen. Das muss so, muss überfallen werden. So, das ist so, weiß ich nicht. Detlef Müller ist oder wer? Ah, schön! Danke für ein Abo! Wer hat mich hier abbot? Sag mal, geht mein Handy kaputt oder was? Ach nee, das ist das Fleck auf der Karte. Oh, bin ich bescheuert. Ja, klar wollte ich dir das machen. Ich dachte, du sagst mal irgendwie was. Wieder irgendwas. Hast du eigentlich schon gesehen? Ich mache ja mittlerweile meine Thumbnails. Oder wie ich so schimpf, mach ich ja also mittlerweile auch schon sehr komplett selber. So, der Detlef. Der Detlef ist wieder. Hast du mal, ich hab du Vogel da oben. Yo! Ich jetzt hier irgendwas. Yo, zwei Flaschen. Wow! Ich hab ja jetzt Geld auf der Hand. Da muss ich mal jetzt gucken. General, Apotheke, Generalshop. Keine Ahnung, ob ich das schon habe. Ich kaufe es einfach mal. Karte. Supermarkt. Supermarkt. Zwei. Oh, das ist ein bisschen viel. Dietrich. Ach komm, RP-mäßig kann man Dietrich mal nehmen. Kaufst mir gleich 10er. Hat nicht so viel Geld. Ist noch irgendwas Wichtiges? Spitzhacke? Nö. Ah, wie viel habe ich jetzt noch? 60.000. Nummer mal 5. Was haben wir jetzt noch? Waffen brauche ich nicht. Ich könnte aber. Ich könnte auch eine kleine Pistole nehmen. 13 sind noch da. Ach komm, ich kaufe mir eine kleine Pistole. Oh. Eine Rock 40 oder eine P07? Was ist denn besser? Eine P07, gell? Ja, die schießt schneller. Als wenn ich das auch von viel Ahnung habe. Kavala wurde gerade hier, Miliz hat sich gegenseitig umgebracht. Es ist ja auch noch nicht immer mehr Kopf da, gell? Bad Geisen benötigt Miliz. Es fängt schon an, gell? Ach hier ist Wasser. Peter. Ja. Da war ja der größte Fail. Wieso, was ist das? Wieso schießt denn hier im Krankenhaus Kavala rum? Ich dachte, wir waren noch in der Safe Zone. Nee. Ja. Kannst du bitte wiederholen? So, wieso liegt der hier vor der Theke? Ja, hol ihn einfach. Guck mal, wo seine Waffe wieso ist. Schießt? Oh. Wo ist deine Waffe? Ach, hab ich sie? Ist das deine? Da musst du aber... Oh, ey, damit fliege ich jetzt. Komm, damit fliege ich. Damit fliege ich. Ich hab zwar keine Ahnung, wie man damit fliegt, aber ich miss auf jeden Fall, ich stürze ab.
Der muss sein. So, wo ist das Ding? Ja, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn das Ding hier starten? Das ist so beschiss. Warte mal, du kannst schon mal sicher sein, dass du gleich einen Auftrag bekommst. Welche Waffe brauchst du? Ah, wie soll ich denn damit hier starten, Alter? Nee, ich lasse es lieber. Ja, welche denn? Welche hattest du? Was denn? Das ist ein Bug, dass jeder Annie heißt. MXSW? Ja, das ist zurzeit jetzt ein Bug, weil irgendwie der Bug ein bisschen rum. Jetzt kann ich den Leuten ja kein Essen geben. Peter, bring uns mal kurz zum. Ja, da müsst ihr voneinander ein bisschen weiter weg. Oder du gibst am besten die komplette Liste durch. Hier, ich hab kurz einen Waypoint gemacht. Im Sidechannel. Das ist in Kavala. Abheben. Autohändler. Ach nee, ich will ja gar nicht fliegen. Ach nee, warte mal. Peter ist markiert. Flugzeughändler. Wie will er? Okay. Was, wo willst du hin? Hier, warte, ich markiere ihn nochmal. Zu meinem Haus, weil ich dir kurz aufgegeben habe. Hier gibt's ja tatsächlich einen Huren. Oder ist das das? Ja, leck mich aber. Hast du das Bungalow? Ja, das ist da, wo deins ist. Das für meins ist. Kofferraumgröße 700, sind 800. Wir haben noch nebeneinander aus. Ja, ich weiß ja nicht, neben wem ich wohne. Ja, neben mir. So, du kriegst deine MXSW in schwarz wieder, ja. Ja, mit Schalldämpfer alles. Ach, und nee, sogar von Julian White, ja. Das riecht Premium. Ja, stopp. Zu weit. Ja? Ja, da vorne war ich schon raus. Ja, ne Leute, ich will doch das nur für RP-Zwecke haben. Raus. Ich und Ballern. Hä? Da stimmt sonst was nicht. So, wo ist denn das? Wo ist dieser? Sag mal, kann ich eigentlich jetzt mein Flugzeug beim Flugzeug? Flugzeug rufen. Beim Flugzeug? Flugzeug. Ey, Alter, machst du mich jetzt dumm? Ansonsten kommt Detlef Müller. Was ist mit dem los? Und er benötigt Hilfe. Der ist, glaube ich, mit dem Heli abgestürzt, kann das sein? Ja. Bitte schön. War schwarz? Keine Ahnung. Ja, der ist mit dem Heli abgestürzt. Habe ich gerade noch gesehen, den Heli. Das wird gleich viel egaler bei mir. Ich hab's dir gesagt, dass wenn du halt so angehst, die Leute sterben. Was machst du denn? Was machst du? Was? Was machst du hier? Guck einfach nur in mein Stream. Ja, du musst wieder auf Easy Maxi gehen. Du musst wieder deinen Zwiesnipen durch die Hand abbauen. Wieso lackt denn das jetzt so scheiße? Komm, mein Bündnis jetzt drauf. Ey, ich drop echt auf 7 runter, was ist denn das jetzt? Ja, sein Ork hat abgeschmiert. Gib ich oben wieder ein Easy Wasser. Also Easy Free vielleicht nicht. Das ist der Einzige auf YouTube, der so heißt. Was los? Alter, meine FPS sind jetzt gerade so mega runtergeklappt. Bei euch auch? Ja, jetzt sind 2 Millionen am Konto, Alter. Nur zur Information, ich hatte gestern ja noch das 4 Millionen Event gemacht. Ja. Siehst du, da können wir doch gleich noch ein Event machen. Was für ein Event denn? Willst du noch nicht? Wer erschießt als erstes einen Medic? Der kriegt von mir 10 Millionen. Wer kriegt 10 Millionen? Wer als erstes einen Medic erschossen hat, kriegt von mir 10 Millionen. Nein, hallo? Nein, Peter, warte mal, sei mal ruhig. Stellst dich freiwillig auf Marktplatz hin. Machen wir nie mal. Ich würde dir. Ja. Ich sage dir so wie es ist, es wird keiner machen. Ich sag's so wie es ist, ich bin der Erste, der es macht. Und danach hat er aber ein Bann. Bring ihm die 10 Millionen auch nicht mehr. Warte mal, egal, ja. Zum Eigenschutz.
Also ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich urplötzlich halt so, wie gesagt, so den Drop hab von den FPS. Keine Ahnung. Nee, der Helikopter. Ja, ich bin jetzt undercover, Medic. Bisschen undercover, Medic. Ja, undercover, Medic. Mir sehr leid. Undercover, Medic, Alter, bist du von dem Film drinne? Der stand hier in Flammen. Alter, ich hab so keine Ahnung, wieso ich jetzt so die FPS-Einbrüche hab. Von jetzt auf gleich, gell? Ich hab das dumme Gefühl, das liegt an dem Heli hier. Weil ich hab den rausgeholt und schon ging's los. Bin auch froh, wenn ich den los hab. Ja, ich mag sowieso Hemming wird nicht. Hallo. Oder im Hintergrund lädt schon wieder irgendein Scheißprogramm. Sollst du vielleicht noch irgendwo mit hinnehmen, Herr Schwarz? Sag nein. Ach so, du fragst ihn ja. Wo wollen sie denn hin? Hat sich die ganze Zeit mit der MK, welche? ML, MX. Das nächste Mal machen sie am besten kein Looping mehr. Das ist auch so ein Looping. Peter Ziegelstein. Ups. Peter Ziegel. Ja, ich steig aus dem Heli, also irgendwas ist mit dem Heli. Sagst du so wie es ist? Mit dem Heli? Ja, mit einem Heli. Mit einem Heli. Alter, wieso habe ich jetzt nur so eine Reichweite? Will sie mich verarschen? Na wieder gerne. Was schreist du mich jetzt so an? Danke dir, Schatz. So, pass mal auf. Es sind noch 10 Leute online. Wenn wir Stream snipen hier, wo ist er? Am Airfield. Kann ich mal gucken, ob ich einen Tauch ziehen kann? Das ist ja scheiße, Alter. Oh, Medic ist online. Ich wollte. Na, das ist ja scheiße. Welcher Medic ist denn jetzt noch online? Tien Yao. Ching Chang. Chung, chang, ching, ching, chung, chang, ching, chung, 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 chung. Ja, jetzt erkläre mir mal bitte, wie ich mit dem Flugzeug. Kann mir einer verraten, wo hier die komische Garage ist? Werkstatt? Da! Bist da Rinder? Ey, der Helmet ist ja wohl der hässlichste Wagen, den sie jemals auf. Boah, was ist das denn, ey? Boah! Dazu, wo kann man sein Medic Level sehen? Wo kann man sein. Was? Was? Wer hat da so. Was ist los? So ging's gerade bei. Jetzt ohne. Oh Gott. Bei Peter ging's gerade. Matze, wo kann man. Ich so, hä? So, was hast du gesagt? Wo man sein Medic Level sieht, aber ich hab schon im Internet noch. Ja? Das ist schon ein Geräusch. Es fühlt so ein Wasser. Also pass auf, gell? Ja? Warum ist 1000 teuer? Ach, du willst jetzt wissen wegen Medic Level? Das weißt du einfach. Bist du besoffen oder was hast du im Eis hier? Wir sind ich bin zwei hier langsam. Achso, das ist mein Kollege. Hallo. Kann ich mit auffahren? Hallo. Hallo, Opa. Da steigt ja noch einer aus. Hallo. Ja, grüß Gott. Ach, ist das ein neuer? Na. Hallo. Hallo. Opa. Hallo. Hallo. Was machst du? Hallo. Der ist neu. Was machst du? Opa, ja. Was machst du? Ich unterhalte mich mit ihm. Hast du ein Problem damit? Ich würde fahren. Du sollst mal wieder an den aktuellen Punkt kommen, du Drecksäckel. Bin ich auch. Da.
Wie? Den aktuellen, du Drecksäckel. Den, wo wir alle drin hängen. Aha. Du bist jetzt als Medic online gekommen. Ich? Ja. Ach so! Was sagen wir da? Was? Was? Ich bin... Drecksäckel, auf geht's. Das stimmt. Ja, ja. Ich komm gleich! Du hast dich schmutzig gemacht. Ja? Du hast dich schmutzig gemacht. Auf den Kurs. Muss er ablecken! Drecksäckel. Nee, Opa. Mach mal hier Test, du. Warte! Steh mir doch mal nicht in der Quere! Steh mir doch mal... Hau doch mal ab! Bist du bescheuert oder was? Steig mit dem Ding aus! Ich hau dir einen auf die Schnauze! Nein, der wird nicht beschlagen. Mach dich sofort hier weg! Dann fliegt der nach oben. Ey. Er packt ihn ein. Wie kann ich dir diesen Mittelfinger zeigen? Ich fliege nach oben, alles gut, alles gut. Ich bin beschlagen. Ich bin noch beschlagen, ne? Mach euch, mach, mach. Jetzt bin ich dran. Ey, so, sollte mal in der Luft beschlagen haben, was passiert? Ja, mach mal. Warte, flieg mal hoch. Ich beschlagen haben jetzt. Flieg mal hoch. Ja, dauert. Abgebrochen, schade. Da ist jemand. Sag dir mal hallo. Wo geht's denn? Nee, nee, da wird weg. Guck mal, wie der aussieht jetzt hier. Wo blockiert ein Fahrzeug den Spawnpunkt? War das wahrscheinlich das Auto von Dingens, Easy, Matze. Jetzt. Mal gucken, wie der aussieht. Was der alles so kann. Was denn du, als ob du jetzt einen Orca dir gekauft ja, hast. Ja, ich will gucken, was der kann. Ja, der kann fliegen. Wow. Dann die Heli so an sich. Ja, ich will gucken, was der von der Sirene hat, wie der aussieht. Ja. Der kann die Sirene. Kauf dir mal den Taro. Ja, gut Geld. Wer ist denn der? 1,6 oder so. Geht ja mega klar für den Taro. Ja, gibt's Geld? Soll ich dir Geld geben? Alter, landen kann ich nie wieder, Alter. Ich kann nie wieder landen, Alter. Doch, jetzt ein Transporter. Ach so. Ich geh kaputt. Ist hier irgendjemand überhaupt mal mit dem Flugzeug geflogen auf dem Server? Nee. Ja, ich. Ja, ich jetzt auch. Bist du gestorben? Nee, ich kann aber nicht mehr landen. Ich weiß nicht, wie man mit dem landet. Oh, einer, mach mal Outpilot, einfach Outpilot. Komm, wir fahren zu dem mit dem Auto. Geht denn das? Wo ist denn der tot? Mausrad. Auf. Mal ganz kurz. Lande Autopilot an, ich bin doch bekloppt. Wieso? Dann landet es richtig smooth. Wo ist denn der DDR-Typ gestorben? Warte, wo seid ihr? Warte, wir machen gerade kurz. Raus. Du fliegst jetzt nicht drüber, du bist ja nicht cool. Aber sowas von. Ich komme jetzt ins Krankenhaus. Du bist richtig schwul, Alter, wenn du. Mach mal auf jetzt. Wieso? Auf. Nee, ich flieg jetzt zu dem Typen und belebe den wieder. Ja, Pech gehabt. Aua! Aua! Komm, Matze, nee. Wir dürfen mit Orca fliegen. Matze? Sag das Matze doch nicht. Was denn? Wir dürfen mit Orca fliegen. Du willst mit dem Orca fliegen? Ja. Flieg mit dem Hummingbird. Ich bin schon fast in der Luft. Nee, warte, ich bin schneller. Orca aufpassen. Nee, ich bin viel schneller. Nein, ich bin schneller. Fliegt überhaupt? Ja, dann such ihn mal auf der Karte, ne? Scheiße! Kann man die Räder irgendwie einziehen bei dem Ding? Beim Orca? Ne. Also nein, bei dem Flugzeug. Das ist keine Ahnung. Wo liegt der denn da? Was ist denn? Unten beim Goldhändler. Na was? Ne, stimmt so. Nein! Guck doch nach. Da ist keiner. Er ist beim Goldhändler unten. Ich schwöre, da ist keiner. Ja, bei mir wird er da angezeigt. Schwör? Ja, schwör. Nein, der ist woanders. Wo ist der schon auf dem Weg? Wo ist der? Der ist Richtung Nahkampfcamp. Ah, da ist er. Okay. Pilot. Machen wir Sirene an. Keine Ahnung, Alter. Aber irgendwie wenn ist das. Wenn du es schaffst, zu landen, ne? Lass mich auch mal fliegen. Irgendwie ist das geil mit dem. Achso, mit der Cessna. Ja, ich find's irgendwie geil mit dem.
Ja, ich will auch gleich mal fliegen, darf ich? Kauf dich doch selber eine! Willst du mich verarschen? Ich musste sowieso irgendwie landen können. Ich hab 525.000 in der Hand. Ja gut, ja, mich stürzt sowieso nicht. Mach mal wie schnell du wirst. Was? Mach mal nicht Stoßzug, mach mal wie schnell du wirst. Was, wie soll ich einen Fuß hoch machen? Ne, Stoßzug, mach mal wie schnell du wirst. Ach so, hab ich doch gerade eben gemacht. Wie schnell warst du? Weiß ich doch nicht, ich hab das bei mir alles ausgeblendet. Warte, wie hoch muss man eigentlich, wieso muss man so hoch fliegen, Medic? Ach so, geht nicht fest, was? Wieso muss man 80 Meter fliegen? Aufgrund der Deasings solltest du mal etwas längere Deasing haben, so kannst du zu jeder Zeit nämlich dein Heli wieder abfangen und explodierst nicht und kannst weiter deinen Auftrag ausführen. Also. Wo seid ihr? Flieg gerade Richtung Typen halt von DDR. Hilfe, Unfall, Manuel Schwarz, darum kümmerst du dich mal jetzt. Ja, ich hab keine Nachricht bekommen. Es ist Unfall 033131 Koordinate. 033, was? 033131. 033131. Gibt's die Koordinate? Ja, gibt es. 033131. Es ist in der Nähe von Kavala. Das ist ein Wasser, will er mich verarschen? Ja, oder... What the fuck? Das ist dabei wilder Reif für Schildkröten, der hat wahrscheinlich Schildkröten gefangen. Das ist da nicht. 033, ne? Ja. Ja. 033, das ist Wasser. Bei der Neri-Bucht. Ja, bei Schildkröten ist das. Da sind keine Schildkröten. 033. Das ist. Was weiß ich, flieg da einfach hin. Ja, ich guck mal. Wenn jetzt der Wasser sich an den Berg, ne, dann sag ich, frag ich mal. Oh Leute, gerade ein Heli, einen ziemlich krassen Düsen gehabt. Irgendwie macht's Spaß mit dem zu fliegen, ich weiß auch nicht. Und wie läuft's? Bist du gerade? Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich gleich lande. Oder wenn ich landen will, es wird nichts. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu landen, du musst halt nur gerade anfliegen, die Landebahn. Ganz ehrlich, ne? Matze, land einfach, wenn du schießt, wie wir kommen. Ich habe ja noch nicht mal Fallschirm oder sowas. Ja, versuch einfach auf dem Airfield zu landen, sonst beleben die wir. Nee, mach einfach in der Salzwüste, da ist genug Platz. Ja, Salzwüste, genau. Dann am besten in der Salzwüste. Oh, ich glaube, der von DDR ist gegen den Strommast geflogen. Meinst du? Ja, der liegt hier neben dem Strommast tot. Wie, die ist schon weg, ne? Das ist im Wasser 033, ne? Ja. Ja, kann sein. Oh oh. Also manchmal habe ich ja wirklich Schiss bei dem Ding hier. Irgendwas muss früher erscheinen und fragen, wo der ist, Alter. Ich finde den nicht. Wow. Ich geh mal kurz runter, anscheinend muss ich kaum nicht. User left your channel. Ja, was hat denn der für einen geilen Helm? Würde jetzt am liebsten, vor allem das ist das, ich lasse es doch lieber. So, wo soll ich jetzt landen? Irgendwie, es macht aber trotzdem sau viel Spaß, gell, mit dem Ding. Wow, der war jetzt geil.
Alter, ich hab die übelsten Leasings gerade. Ich glaube, ich lass es mal. Aber was ich mache? Da können mir doch die Cops das nächste Mal gar nicht so an die Karre pissen. Ah, der Typ hat sich raus. Der echt jetzt läuft. Ich fliege jetzt dahinter, ich lande jetzt mit dem Ding, ich hab keinen Bock mehr. Wo landest du denn? Flughafen. Da mal hingeflogen. Kann ich den Heli auch beim Flughafen einparken? Ja. Dann packe ich den da ein und gehe auf. Alter, was ist denn jetzt los? Also. Seh ich gar nicht. Warte. Da! Oh! Überlebst du aber nicht. Ach, erzähl nicht, das überlebe ich! Wie bremst man eigentlich damit? Y. Okay. Und Landeklappen ausfahren, meine ich. Okay. Sollte ich die Landeklappen jetzt schon ausfahren? Opa, wie ist es fliegen? Bitte machen, wenn du gerade fliegst, auf Landebahn zu. Na? Ich kann nicht mit uns ins CS kommen. Alter, das wird niemals was. Das wird niemals was, Alter. Hast du die Räder ausgeklappt? Ja, die Räder sind immer draußen, es wird zu kurz, ich bin zu schnell. Nein! Das wird nicht! Ich bin zu schnell, Alter! Gas. Ja, du musst vorher bremsen. Ich würde sagen, man kann so, wie viel km/h fliegst du gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin eindeutig zu schnell. Warte, ich versuch's noch einmal. Das war der erste Versuch. Ich glaube, unter 50. Wo hast du das Ding gekauft? Im Nahkampfcamp? Ja, ja. Da hast du es geschafft zu starten? Nein, ich bin dann hier zum Flughafen. So, eingeparkt. Jetzt bremsen und schon tief runtergehen. So mit 200 km/h kannst du landen.
Alter, das wird wieder nichts. Ich gehe nach. Das geht, das geht. Alter! Runterziehen, runterziehen! Alter, ich. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Alter! Was ist denn mit dem? Nein! Brems! Brems bitte! Bitte! Alter! Ich hab ne neue Landebahn erfunden! Ich geh in den Arsch! Oh fuck, Alter! Ich glaube, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, ich will kommen. Sprit ist auch leer. User joined your channel. Oh, Matze, geschafft? Alter, frag mich das an, Scheiß! Darf ich auch mal fliegen? Sprit ist leer. Egal, ich komme auf Tanken. Warte, ich will erst fliegen. Ich hab das ganz einfach zu lassen. Kannst du mal den Manu hier reinmoven? Kann ich nicht. Ey! Manu! Sound microphone muted. Schönen guten Tag! Mach ja meine Hütte! Man versteht dich nicht. Mach ja meine Hütte sauber! Was haben wir dabei gedacht, hier zu landen? Das ist doch die Landebahn! Naja, die haben sie knapp verfehlt. Ach so! Was heißt denn Schönes hier drin? Tschüss! Sound microphone activated. Was ist mein Schlüssel? Alter, ich sehe, dass das Ding explodiert. Warte, warte, nicht. Flugzeug, ich kann. Warte! Ich bin Superpilot, musst du wissen. Bin auch total geübt. Komm auf. Auf. Komm rein. Kugel kann ich nicht rein, da brauch ich Apex für. Ja, dann geh auf den Weg. Oh Mann, ihr seid so durch. Wir müssen erstmal tanken. Der Sprit ist fast leer. Ich will nicht, Alter. Ihr werdet sowas von sterben. Ja, dann muss ich sterben. Ich bin Superpilot. Zweifel da dran nicht. Ich will sterben. Will sterben? Ich kann mich ausloggen im Flug. Lass einfach rausspringen und dann den Zug genießen. Naja, ich versuch zu landen. Ja, ich aber Gas. Wird sehr amüsant. Immer noch Matzes Flugzeug, das können wir nicht einfach kaputt fliegen. Geht hier nicht. Eigentlich müssen wir jetzt mit Anfängerglück gut landen können. Oh, ich glaube, ich bin zu schnell für die Garage. Ist da jemand gestorben von mir? Ja, ja. Dann geht mal dorthin. Muss man nicht gerade. Ich glaube, Manuel hat mein Handy. Oh, da ist einer gestorben. Wo seid denn ihr? Wir sind leider Flughafen. Beim Aufgang auf Flugzeug. Nicht hier. Marc? Ja, Kampfcamp. Ich weiß nicht, einer muss halt den Heli. Ich bin auf dem Weg. Manu und du haben einen Heli von den Medics jetzt.
Diesing, 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 Diesing. Warte, ich bin auf dem Weg zu ihm. Wo ist er gestorben? Dann ist er auf dem Weg nach Kampf gestorben. Nee. Ist er gestorben? Ne? Ey, deine Leute aus deiner Gang da, Matze, die können ja gar nicht hier fliegen. Wo ist er gestorben? Weiß ich nicht. Der ist aber gerade schon zum zweiten Mal abgestürzt. Ist irgendwo da. So, jetzt geh ich aus Rolf. Kannst du mal kurz am Anfang, weil er gestorben ist, irgendwie? Nein, Baum, Baum! Mann! Alter, er ist auf der Insel, alles klar. Alter, da hat er Bug, da hat er Bug. Da hat er Bäckchen. Jo! Starte jetzt mit dem Flugzeug. Ich komme nicht mehr. Wie sieht ihr das aus? Ich habe nur eine schwarze MXM. Ich auch. Nehme ich auch. Du weißt doch, was ich hinaus will? Noch einer. Ich hab dir gerade eben gesagt, ich habe noch eine schwarze MXM. Sie ja. Ist schwarz. Ja, ich habe auch eine auf dem Rücken, die schwarz ist. Ernsthaft? Wo hast du die her? Vom Bullen. Ich auch. Der kommt in mein Haus. Verstehe ich doch. Meine ist auch in mein Haus. Wo bist denn du? Genau unter dir. Die Sachen, du musst die Sachen in deinem Ranzen haben, die du ins Haus legen willst, in die Kisten, ja? Du legst es dann einfach nebendran, neben die Kiste, gehst auf Boden und ziehst die vom Boden in die Kiste rein. Das geht. Ernsthaft? Deswegen konnten wir die Cyrus auch nicht reinlegen. Ja. Okay. Ja, gut, die Cyrus kriegt auch nicht wieder, das ist halt normal. Guck mal, was ich hab. Da hab ich brauchst du ein Medic, Haley? Okay, da fliegt mein Flugzeug. Da fliegt mein Flugzeug. Woher hast du den jetzt schon wieder? Was hab ich woher? Den Heli. Du weißt doch, der Herr Müller, der kriegt doch alles hin. Mach die Flossen hoch! Was? Flossen hoch, die Nase! Hast du mich jetzt angeschossen? So geht das! Nee, so! Runter! Nicht hoch, bist du bescheuert! Runter! Hey! Hast du irgendwie einen Knick in der Optik? Ey! Warte mal! Rechtsknick, linksknick, rechtsknick! Kopfschuss! Ey, was war daneben? Topfschuss! Ha! Getroffen! Penner! Kein Magazin mehr, du Homo! Gotcha! Hast noch eine Waffe? Komm, rück die Waffe runter! Du blutest. Dein Flugzeug siehst du nie wieder! Ja. Wo sind denn die anderen?
Steig mal mit ein. Steig ein! Und? Komm, komm bitte ins TS. Was ist denn mit Ihnen hier? Der soll endlich einsteigen. Der kommt wieder. Weißt du, wo die anderen alle sind? Aber der ist jetzt mit dir, alter Sack. Alter. Wenn du mich umbringst, ich hab grad eine Mille an, dabei. Equip. Ich hab Kabelbinder und Dietrich und alles. Nur kurz Moment, da muss ich mal kurz runtergehen zu meinen Leuten. Och, 6 Daumen schon nach oben. Oh, mal kein Dislike. Was ist so heute los mit euch? Bin ich ja gar nicht gewohnt. Soll ich mich einloggen und dir einen schenken? Und du hast wohl den Macker. Channel switched. Na moin. Achso. Na moin. Wie bist du an diesen Helikopter gekommen? Warum? Dietrich? Hä? Hast du den geklaut? Ja, ich bin Ziff, na klar hab ich den geklaut. Wie? Indem du einsteigst und wegfliegst. Von welchem inkompetenten Medic hast du den geklaut? Nein, er hat mir aufgemacht und hat mir gegeben. Dann frage ich mich auch, von welchen inkompetenten Medic gestern der SUV geklaut wurde. Wem hat denn der gehört? Mir. Das ist jetzt gerade ganz schlecht, dass du das hier gesagt hast. Was denn? Ich habe mich nur gefragt, wer sich den klauen lassen hat. Ich war ihn gestern in der RP. Und, das ist ganz schlecht. Also ich habe das jetzt mal überhört. Okay? Ich habe nicht gesagt, dass ich es war. Ich habe nur gefragt, wer sich den klauen lässt. Weil der stand ja auch dann wahrscheinlich. Ja, also pass auf. Warte, flieg mal bitte zum Kavala Grenzposten da in der Nähe ist mein Haus. Ich wollte jetzt eigentlich die anderen mobben. Welche anderen? Na, die noch auf dem Server sind. Wo sind die? APs führen. Ja, Weiß ich doch nicht. Ich hab gedacht, du weißt das. Nee. Also ich hab gedacht, du weißt das. Nee, nur kurz. Bin ich gerade auf der richtigen Flugschneise? Ja. Gut, nur mal ganz kurz. Was wollte ich sagen? Bisschen weiter links. Bisschen weiter links. Ach, ich fahr jetzt. Oh, das tut gerade weh. Ich flieg gerade jetzt die Straße halt weiter. Okay? Machen wir so. Prinzipiell Medic-Fahrzeuge oder Flugzeuge dürfen es strengstens verboten zu klauen. Das ist ja selbstverständlich. Was? Ist ja selbstverständlich. Ja, ist selbstverständlich. Siehst du so, aber nicht alle. Ich fliege gerade mit keinem Medic-Helikopter. Oh fuck, der war jetzt eigentlich total fail, Alter. Ja, wie gesagt, gut, ich Medic-Chef. Warte mal, hat der Praktikant den Heli gegeben? Ja, der hat mein Flugzeug gekriegt. Dürfte aber auch nicht.
Du pass mal auf, bei mir herrschen. Also ich bin ich. Ne? Ich weiß. Warte, du kennst mich, ne? Aber ja, ich weiß. War eigentlich auch nicht. Dürfte man eigentlich auch nicht. Eigentlich könnte ich ihn jetzt an die Karre pissen. Aber komm. Ich hab dir schon auf die Seitenbordwand gepisst. Was? Deswegen riecht das so scheiße. Nee, als wie gesagt, sobald wie du ein Medic, Fahrzeug oder Flugzeug, Heli klaust, entscheide ich zwischen 1 bis 3 Tage mal Pause. Ja, ja, ja. Ich kann auch entscheiden, ob, wenn du jetzt dieses Fahrzeug klaust und kein Support und nix online ist, dann kann es auch sein, dass du den suchen darfst und von dem Herrn da vorne 4 Millionen kriegst. Also schießt man einfach raus und bringt dem Medic den zurück. Richtig. Und dadurch mache ich dann ein kleines Event für die Leute. Somit haben die Leute halt auch ein bisschen Spaß. Dann kriegen die Leute halt von mir 4 Millionen, der mir halt mein Fahrzeug oder Haley wieder zurückbringt. Boah, ich habe voll die geile Idee gerade. Was? Ah, oh Mann, die Medics sind beide offline. Fuck. Warte mal. Nö, das ist mir egal. Komm, wir machen jetzt noch ein kleines Event. Ich hätte gerade eine andere Idee gehabt. Warte mal. Nee, komm, wir machen jetzt ein kleines Event unter uns. Warte mal. Unter uns drei? Okay, du bist der Erste, der du bist. Warte mal. Ja, Matze? Ah, okay. Das ist mein Haus. Schwarze MX, sie schon wegbringen, Alter. Ups, war ein falschen. Matze, ich will erstmal eine schwarze MX loswerden. Ich habe auch noch die Cyrus Munition bei mir im Haus liegen. Ah, scheiße, ich müsste als Medic rein. Da kann ich Rundmehl schreiben. Ah. Sollen wir den Heli dann verstecken? Schreibt ihn mal, schreibt den ganzen Leuten, wir treffen uns Kavala Marktplatz, kleines Event für 5 Millionen. Wo ist dein Haus? Weiter geradeaus, weiter geradeaus. Ich bin live, gell? Weißt du schon? Achso, ja, dann lass mich hier am besten gleich mal runter. Ich laufe die restlichen 2 Kilometer lieber. Gut, in der Zeit schreibe ich dann den ganzen Leuten ein kleines Event, Treffpunkt, Kavala Marktplatz. Kavala Marktplatz, Event 5 Millionen, habe ich geschrieben. Hast du an alle geschrieben? Ja, Sidechat. Oh, da ist ein Heckrotor. Oh. Da ist ein Heckrotor. HP abgezogen. Ich flieg schon mal. Kavala Marktplatz, willkommen gleich. Ey, Marc, du hast einen neuen Arsch. Danke, wow, da einfach. Oh oh, da war ein Kran. Wie jetzt, da war ein Kran. Oh Sau, du schallst nicht immer alle an. Baggern. Aber du hast ja nur einen Kran, da kannst du keinen. Mit AMK hat sich das jetzt geklärt. Sind die weg? Nein. Die ständig Kupfer überfallen, fliegen morgen aus der Gang raus von AMK. Das sind die auch, ne? Diese Chefs da. Komm mit rein. Die haben nämlich gesagt, sie rauben nämlich gerne beim Kupfer aus. Da war nämlich vorher der Ding und ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Ja, es wird ganz einfach so sein. Jetzt haben sie mitbekommen, dass ich ganz schnell einfach mal die ganzen Gangs anheuer gegen die. Das haben sie ja jetzt mitbekommen. Jo. Eingepackt.
Muss ja halt komplett reinpassen. Was war das für ein Event? Werden wir gleich sehen, wie viele daran teilnehmen. Jetzt nur ich bin, dann mach nur ich mit. Los geht's, wir gehen wieder. Brauch keine Waffe. Ich brauch doch keine Waffe dafür, oder? Nein. Wir gehen hinten raus. Matze, wusstest du, dass die Bungalows 1,25 Millionen kosten? Und auch nur 3 Platz wegnehmen? Also du kannst 3 Kisten reinstellen. Kommt aber stylisch an, das ist dir klar. Der Pokémon ist Limousine, Alter. Wenn das kein Style hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Hat es nicht. Das hat Style, das ist Pokémon, du Arschloch. Deswegen, jetzt, jetzt hast du meine CPU verärgert, du dreckiges Schwein. Das war ein bisschen weit gedriftet. Glück gehabt. Wieso kriege ich meine Nachricht zurück? Wie? Was für eine Nachricht? Ich habe nicht mal irgendeine Nachricht gelesen. Das ich habe dir eine Nachricht geschrieben und ich habe die Nachricht zurück. Ja, ich krieg meine Nachricht zurück, wenn ich dir eine Nachricht schreibe. Mir privat? Ja! Ich habe nicht mal irgendwas im Sidechat gelesen, dass du was geschrieben hast. Nein, privat eine Nachricht. LOL. Versuche ich noch einmal. Das war ja. You send error. Was? No. Komm, ich habe mir Heli gut eingepackt, oder? Ja. Total scheiße. Nee, der ist genau drin. Komm, ich pack den jetzt mal um. Ja, da hinten ist er drin. Du Fisch. Gop. Fisch. Also ich habe mega Teasing, also ich würde jetzt sowieso jetzt erstmal, ist ja nicht mehr viel los natürlich. Ich würde jetzt erstmal meinen Stream erstmal beenden. Das liegt nicht an deinem Stream. Das liegt am Server, ich kann nicht einsteigen in den Heli. Jetzt bin ich. Oh Gott, Matze. Bumm. Ach, Matze. Jetzt verstehe ich warum und bumm. Du bist da. Jetzt verstehst du. Bumm. Alter. Hast du es jetzt verstanden? Danke schön. Halt einfach die Fresse. Halt einfach die Fresse. Das finde ich jetzt nicht so geil. Warum? Da lach sogar ich. Ich stehe direkt daneben, boom, boom. Hier passiert doch sowieso nichts. Weiß ich nicht. Nee, du bist in der Safe Zone. Ich hab doch auch überlebt. Ja, wie gesagt, Leute, ich beende jetzt erstmal meinen Stream. Morgen geht's natürlich weiter. Da wird entweder Helmut oder Detlef, einer von beiden, Medic oder halt Ziv sein. Am Wochenende, ich will das jetzt noch abklären, dass ich am Wochenende mit Helmut ein Praktikum bei der Polizei machen werde. Oh Gott, nein. Oh doch. Oh Gott, nein. Oh doch. Und ich habe was vergessen. Fuck. Ich muss nochmal zurück zu meinem Haus. Ja. Mal sehen, wie es da drauf kommt. Ich werde morgen auf jeden Fall mit der Serverleitung darüber reden. Dass ich für die. Das wird übrigens 24 Stunden streamen dann am Wochenende. Oh Gott, nein. Ja, es wird noch streamen. Das heißt, erstmal bis morgen. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.